Ja, ich bin wieder zurück. Ich habe über das Wochenende eine Pause eingelegt. Ging nicht anders, tut mir leid, das werde ich jetzt auch immer machen. Also über das Wochenende kommt von mir nichts. Dazu wird auch eventuell noch ein Ankündigungsvideo kommen, sonst sind die ganzen Leute, die meine Sachen nicht gucken, gearscht. Edge. Wie ihr seht, ich habe meinen Vogel um 5 Level hochgelevelt. Das musste mal sein. Meiner Meinung nach war das sehr wichtig. Ich werde jetzt auf meinen Pilz wechseln, weil ich habe gleichzeitig noch den anderen Arena-Leiter gefunden. Ihn hier. Und er hat ja bekanntlich Stein-Pokémon. Deswegen Leech Seed drauf. Auch wenn er jetzt Double Team nutzt, kriegt er immer noch Schaden. Und an den, das macht allerdings auch bösen Schaden. Und wieso wollte ich jetzt Venushock einsetzen? Das wollte ich gar nicht. Egal, dieses Double Team ist eine sehr nervige Attacke. Hyper Potion, das ist auch eine blöde Sache, aber das passiert. Aber dieses Double Team regt mich halt auf. Doch die Ekelsamen haben ihm jetzt schlussendlich den Rest gegeben. Ist also eine wunderbare Möglichkeit hier, um mein Karpilz zu leveln. Ich glaube, es heißt Karpilz, ich bin mir gar nicht sicher. Egal wie. Jo. Ich sollte mir vielleicht den Mega Drain für eine Sache aufheben, wo es wirklich noch nötig ist. Er wird seine Hyper Potion jetzt einsetzen, was mir ja aber nichts ausmacht, weil er ja richtig viel tollen Schaden kriegt. Darüber, dass er. Oh, darüber kriege ich viel Schaden. Stimmt, der hatte ja die Attacke. Dann level ich mein Lapras weiter. Ist ja nicht so, dass ich nicht mehrere Pokémon habe, die das. Wie kann ein Surfer missen? Ich dachte, das ist so eine riesige Welle. Jo. Hatten wir das auch geklärt? Rock Slide ist sehr effektiv. Okay, das verstehe ich nicht. Wieso ist Rock Slide sehr effektiv? Egal wie, machen wir weiter mit Flamethrower. Ach ja, genau. Fire Blast ist ja die neue Attacke. Ja, dieser Rockslide macht mir jetzt gerade zu schaffen. Egal. Wenn ich verliere, way, scheiß doch was drauf, ganz ehrlich. Aufladen. Hoffen, dass er nicht Quake macht. Hat er nicht. Und. Oh, verdammt. Wenigstens ist er paralysiert. Damit könnte ich sogar noch schaffen. Mit einem wunderbaren Earthquake. Und noch einem Earthquake. Und damit ist es auch besiegt. Mein Dommer hat es als einziges überlegt. Jo. Jetzt. Ich hab ein bisschen weitergespielt. Also jetzt nur bis zum nächsten Stein der Weisen. Wohlgemerkt. Also nicht so viel weiter. Dieser Stein der Weisen sagt mir jetzt, ich könnte nach Rinatown zum Breeze Island. Ist im Osten oder ist in dem Süden? Da wir Sommer haben und ich sehr verschnupft bin, weil ich den Sommer zu sehr genossen habe und erstmal halbnackt schwimmen gegangen bin, aus Versehen, gehen wir zum Rina Island. Nee, Moment, ich glaube, da habe ich jetzt was zusammengewürfelt und verwechselt. Egal wie. Rina Town oder Breeze Island. Bist du verrückt? Ich gehe dann doch lieber zu Rina Town. So. Bisschen hochsprinten, da lang sprinten. Das Wasser ist tief. Ja, du magst tiefes Wasser, oder? Oh Gott, das kam bescheuert. Hopp. Ja. Was soll ich hier machen? Das ist doch, ne? Das ist Fortune Town. Okay. Das heißt, wir sind nur auf dem halben Weg. Da, da, da. Ah, ich kann leveln. Leech Seed. Eingesetzt. Schon mal was geheilt. Und nochmal was geheilt. Und ein Venushock. Richtig. Aber so viel zum Leveln hat das jetzt auch nicht gebracht. Das Mineral Cave, da müssen wir doch jetzt rein, oder? Wie war das? Ja, ich denke schon.
Zertrümmern von Domme eingesetzt. Ach, weiter lang. Irgendwie hier runter. Die Steine zerstören. Das erste Monster in dem Vieh. In dem Vieh, genau. Ihr wisst, was ich meine, in dem Tunnel. Gut, der war auch schon mal komplizierter, als wir noch nicht vor den Supers fliehen konnten. Meine ich mich daran erinnern zu können. Und zack, sind wir schon draußen und können jetzt natürlich weiterlaufen. Ja. Ich finde das eine sehr schöne Idee, dass man sich jetzt entscheiden kann, wohin man will. Eventuell ist es natürlich auch so, du wirst von beiden einfach zum selben geportet. Das wäre jetzt ein bisschen läppsch. Ja, aber mei, was soll man machen, ne? Rena Town. Ich lasse Kapels vorne. Das ist der nette Mann. Da ist noch ein netter Mann. Hey, das ist so wie so ein Abspann. Zeigt einfach alles. Ba, ba, ba. Ja. Lasst mich raten, ihr habt einen Stadter. Da Fug! Leech Seeds. Ja, sicher, ist ein Drachen-Pokémon, macht erstmal Drachentanz. Ich bin ja jetzt schon am Arsch. Nochmal Drachentanz. Willst du mich verarschen? Was will das damit? Zur Information, Drachentanz ist eine wirklich gute Attacke für Drachen-Pokémon. Aber irgendwie will das Phoenix machen. Ich wollte nichts sagen. Hätte ich das doch bloß mal gelassen. Egal wie. Och, keine Hyperpotion. Kommt schon. Ich mach das doch. Aber das ist echt gut mit dem. Ich hoffe, das ist ein bisschen Flug-Pokémon-mäßig noch dabei. Das wäre toll. Sonst habe ich ein ernsthaftes Problem. Egal wie, ich sollte es noch eine Hyperpotion. Das schaffe ich, denke ich, nicht. Noch ein Dragon Dance reingehauen, der Hip macht jetzt sowieso schon One-Hit. Gut, dass das kein vernünftiger Spieler ist, sonst hätte der mich schon längst umgehauen. Mit so vielen Dragon Dance-Dingern drin ist es eigentlich unmöglich, noch einen Kampf zu gewinnen. Aber mei. Man wird ja ständig und immer eines Besseren belehrt, ne? Und da ist meine Belehrung. Beim Level 38 habe ich jetzt. Ja, okay, cool. Da kommt jetzt ein Dafug. Das Vieh greift jetzt das an. Ich finde das sehr schön, dass das mit so Zwischensequenzen gemacht ist. Und jetzt sind wir auf dem Schiff. Und das Schiff ist crappy animiert. Alles klar, dann gehen wir doch mal rein. Juhu, das scheint sowas wie das Ende zu sein. Geil, ich habe hier eine Pokémon-Heilmaschine, das ist cool. Okay, irgendwie hat das hier jetzt schon Stil, dieses Event. Ich muss gegen zwei kämpfen. Das ist lieb. Ich hoffe, dass Venoshock da drauf funktioniert. Das Pokémon wechsle ich dann doch mal aus gegen Glurak. Also mein Napoleon. Dann Mega Drain da drauf. Sollte doch reichen, oder?
Ach, verdammt, das ist ja nicht sehr effektiv. So ein Scheiß. Okay. Jetzt aber. Erstes Pokémon sollte damit am Arsch sein. Wenn es denn getroffen hätte. Verdammt. Ich bin auch echt mit Glück gesegnet. Hab nichts gesagt. Wer sind das für ein hässliches Vieh? Vogel, kümmere dich mal drum. Ich kann mit dem da nichts anfangen, verdammte Scheiße. Was soll ich mit dem Mist? Ich dachte mir schon, dass das ein Pflanzentierchen ist. Und wir hoffen jetzt, dass Vogel schnell genug aufwacht. Ja, gutes Vogel. Nein, die Attacke darf nicht. Genau, weil dann das passiert. Shit! Wie soll ich gegen die ankämpfen, verdammter Mist? Wenn die kein Pokémon haben. Habe ich den echt in der Runde gar nichts abgezogen? Wie dreckig ist das denn? Okay, die haben noch zwei. Ja, gut, dagegen kann ich jetzt mein Lapras mal einsetzen. Dann opfer ich eben. Wieso trifft die Attacke nicht? Geht doch. Sicher, beide Attacken. Was? Wie kann man eine doppelte Hypnose machen? Wie geht das? Ja gut, jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Lapras lang genug überlebt. Ja, Lapras, wach auf! Wir brauchen dich, sonst sterben wir. Geht doch. Wieso verfehlt die Attacke dauernd? Warum? Geht doch. Alter, das hat ewig gebraucht. Hallo, ich will meine Pokémon heilen. Fickt euch. So, tschüss, ihr Wichser. Ich will meine Pokémon heilen. Alles klar, das war eine richtig spannende Sache bis jetzt. Echt cool gemacht. Gefällt mir. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wieso es gerade laggt, aber, und wieso man hier nicht weiter kann, sondern nur hier. Aber, bis jetzt gefällt es mir. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns wieder. Und da bin ich auch wieder. Das heißt auch. Genau, ich muss nur noch mit der Barriere anscheinend reden. Mein Karpels gegen ein Vieh, dessen Namen ich mal konnte. Gefällt mir, gibt mir EP. Pokémon wechseln auf Edison. Ich weiß nicht genau, wieso ich es auf Edison gewählt habe. Und noch mal eins. Ja. Das sollte geklappt haben. Der ist damit besiegt. Das war jetzt ein einfacherer Kampf.
Auch das ist recht schön, dass ich mich jetzt die ganze Zeit durch Barrieren klappen muss. Okay. Leech Seed. Dann mit Match Punch. Dieser komischen Attacke, die ich nicht mehr vernünftig aussprechen kann. Aber da ich Leech Seed, also Egelsamen, auf dem Ding drauf habe, ist das immer noch eine recht sichere Sache. Das ist cool. Das ist echt cool. Und zack. Ich will das noch nicht wechseln. Ich will nämlich noch einmal versuchen, Egelsamen da drauf zu hauen. Außerdem habe ich es vergiftet. Das ist ja wohl mega geil. Die Vergiftung plus die Heilung könnten es sogar noch möglich machen, dass das Pokémon so viel Schaden in einer Runde nimmt, genau, dass ich sogar noch damit gewinne. Sky Uppercut, wie viel macht? 85. Irre. Ich würde sagen, ich verlerne dafür Match Punch, weil die anderen brauche ich halt allesamt noch. Ich rede kurz mit der Maschine. Und ich renne zurück. Jetzt muss ich gegen diesen Adelbert kämpfen. Gegen ein Stahlflug-Pokémon. Sollte ich doch mit einem Spark recht viel hinbekommen, oder? Dachte ich's mir. Noch mehr. Das ist eine sehr, sehr kampfintensive Folge, würde ich dieses Mal sagen, meine Damen und Herren. Das kann fliegen. Wieso kann das fliegen? Muss ich nicht verstehen, oder? Das ist doch ein Pokémon, das von Erdbeben erwischt werden kann. Wieso soll das fliegen können? Nein, ich mag meinen Pilz. Mein Pilz ist geil. Gegen ein Milotic. Oh, da habe ich natürlich gewonnen. Also nicht sicher, weil ein Milotic kann immer noch sehr gute andere Attacken. Dagegen habe ich damit nicht gewonnen, allerdings damit. Denn ich kann jetzt einfach meinen Blitzangriff machen. Und das ist Level 39. Und das Milotic sollte noch Egelsamen. Hat's nicht mehr? Okay. Dann ebenso. Tschüss. Hat Spaß gemacht mit dir. Und der ist stärker als die anderen. Das sieht man daran, dass er ein Turtok hat, das mit seiner ersten Attacke erstmal mich verfehlt. Okay. Ja, Turtok ist wirklich ein sehr starkes Pokémon. Ich mag Turtok. Laden wir es doch mal auf und hoffen. Genau. Bam! Dass wir eben einen vollgeladenen Blitz reinwirken können. Denn damit hat er verkackt. Ja, ich habe ein bisschen Sushimaru geguckt. Also Sushimaru versus den Rest der Welt. Kann ich nur empfehlen, ist eine tolle YouTube-Serie. Jetzt muss ich zwei wieder bekämpfen. Da habe ich natürlich die richtigen Pokémon für drin. Das ist total geil, dass ich erstmal nichts machen kann außerhalb von ich wechsle Pokémon aus. Hoffen wir da mal, dass es immer noch klappt. Ja, es brennt. Das ist ein. Okay. Das ist eine sehr tolle Sache. Sollte jetzt deswegen laufen, wenn es sich nicht immer selber verletzend würde. Ja. Und damit sollte das jetzt wirklich ein leichtes Spiel sein. Ach, ich dachte, die hätten nur die Pokémon. Okay. Ein Gastrodon. Und ein Fireblast da drauf. Okay.
So gut, dass der zuerst angegriffen hat, weil Edison muss. Ah, Edison macht einen Charge. Das hatte ich zwar eigentlich nicht eingestellt, weil das recht. Ach, das ist ein Stein-Pokémon. Dann wechseln wir doch mal zu Lapras. Du hattest lange nichts mehr vor. Und warum auch immer Surfer in diesem Ding zu einer Solo-Attacke geworden ist, verstehe ich nicht. Aber. Macht ja immer noch Schaden, ne? Fully healed. Jo, finde ich toll. Danke, Maschine. Ich mag die Maschine. Kann ich da rein? Ja, eine maximale Wiederbelebung. Die wird sicherlich noch hilfreich werden. Da kann ich nicht lang. Ich muss zurück zu Light. Ist Light nicht da lang gegangen? Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich meine, ich habe doch jetzt alles gemacht, oder täusche ich mich? Merkwürdig. War ich zu schnell? Hey, das verstehe ich nicht. Das ist ein unnötiger Mechanismus, dass man oben anklicken muss und dann unten, dann ist es immer offen. Leech Seed auf das Schaf. Horndrill auf das Schaf. Schade. Egal wie, Pilz wird ausgewechselt für Glurak. Und dann mache ich doch erstmal ein Erdbeben. Tada! So besiegt man zwei Grunts. Ja. Okay, jetzt kommen sie alle wieder, jetzt reden sie wieder. Und irgendwas ist mit diesen Barrieren los. Noch ein Grunt. Doch, kommt schon. Gibt hier nicht so viele Viecher in dieser ganzen Episode, ne? Ich glaube, das wird eine sehr lange Episode. Und dieses Vieh ist verdammt gefährlich für mich. Aber sehr gefährlich. Darf's jetzt nicht verfehlen, brav. Nicht verfehlen, gut gemacht. Nicht verfehlen, super toll. Moment, ich muss jetzt direkt im Anschluss. Das Leben ist doch manchmal nicht fair. Egal, mit ein bisschen wechseln. Sollte das machbar sein? Ach, verdammt. Sicherlich. Der hat einfach mal das stärkste Pokémon überhaupt. Bis jetzt. Was ein Kack, und ich konnte mich ja vorher nicht mal heilen. Hallo? Sky Uppercut. Na, damit wird's auch nichts.
Jetzt habe ich so gut wie verkackt, es sei denn, ich kriege es hin. Back. Use auf Lapras. Use auf. Nee, momentan auch noch auf nichts. Wobei ich kann die Super Potion noch schnell auf Edison nutzen. Damit habe ich höhere Überlebenschancen mit Edison. Und jetzt den Fireblast noch reinwürgen. Und hoffen, dass wegen den Egelsamen. Ja, ich. Verdammt, ich kann. Aber ich hoffe, er setzt jetzt. Hey, wieso kann ich das Pokémon nicht wechseln? Ich habe das Pokémon noch gerade gewechselt. Ach nö. Das ist scheiße. Jetzt kann ich erst Lapras einsetzen. Was ein Mist. Dafür hat der Surfer ordentlich einen reingewirkt. Und nochmal, das Glurak ist nur stark. Da muss ich. Ich stand doch erstaunt, dass der sowas macht, weil das verstehe ich nicht. Das ist sonst so ein guter Mod und dann kommen einfach jedes Mal irgendwie solche wirklich nur Imba-Viecher rein. Ich hätte sogar noch fast gewonnen. Muss ich jetzt den ganzen Scheiß von vorne machen? Nee, ne? Alles klar, wir sehen uns dann, wenn ich wieder vorm Boss bin. Tschö. Und da bin ich auch wieder bei dem Grunt. Neuer Versuch. Neues Reden um den heißen Brei. Wieso kann das sich einbuddeln? Egal. Solange es mir damit kaum Schaden macht und ich als Zweiter angreife, ist das eine passable Sache. Gut, die Beere hat es schon mal verbraucht. Mehr Positives kann ich dem bis jetzt noch nicht abgewinnen. Und ich habe auch das Glurak besiegt. Okay. Ich hasse dich als Gegner. Ich hoffe, das ist ein Despotar, oder? Bin mir nicht sicher. Egal, jetzt hat's Egelsamen drauf. Vielleicht kann ich ja mit Venuschock das sogar noch was vergiften, aber ich glaube, das klappt wirklich nur bei Berührung. Nee, klappt nicht bei Berührung. Jetzt sollte selbst das. Ich liebe es ja, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig draufboxen kann. Das ist richtig geil jedes Mal. Moment. Ja, Egelsamen sind immer noch dabei. Finde ich geil. Gefällt mir absolut. Ich mag Egelsamen auf einem Vieh. So sollte selbst das jetzt kaum ein Problem mehr sein. Durch geschicktes Switchen habe ich das jetzt. Oh, stimmt. Das hatte die Feuerattacke. Das war blöd für mich. Confusion. Und Konfusion einsetzen. Er setzt Doppelteam ein. Ich kann mich deswegen noch gerade heilen. Das finde ich super nett von ihm. Gut, jetzt wirkt er mir natürlich den Schaden rein, ne? Ist auch selbstverständlich. Macht mir dann ehrlich gesagt auch nichts, weil jetzt kann ich Erdbeben einsetzen. Und er sollte besiegt sein. So, das Flugzeug ist gecrashed. Hier kommen die Ranger. Okay, dieser komische
Angela hat seine Familie, glaube ich, daran verloren, denn dieses blöde Ding. Ihr könnt euch das ja alles genauer durchlesen. Ich überfliege das immer nur ein bisschen. Und muss dabei auch noch reden, deswegen überfliege ich es noch ungenauer. Egal, ich suche mir beim nächsten Mal etwas aus mit Cutscenes. Ja, okay. Gut. Ich denke, das war jetzt mal wieder eine gute Episode voller spannender Sachen. Viel Spaß weiterhin mit meinem Let's Play. Tschö.